zählen freiwillige Beitragszeiten für die Wartezeit von 45 Jahren dazu. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Versicherte wollen mit dem 63. oder ab dem 63. Lebensjahr und 45 Jahren Wartezeit in Rente gehen. Diese Rente nennt man auch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wir haben davon schon berichtet. Für die Rente benötigt der Versicherte 45 Jahre Wartezeit, das sind 540 Kalendermonate. Dazu zählen Beitragszeiten aus Arbeit, Sozialleistungsbezug, Kindererziehungszeiten, aber auch freiwillige Beitragszeiten, also zum Beispiel, wenn nicht versicherte Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen mit freiwilligen Beiträgen. Damit diese Zeiten aber für die 45 Jahre mit dazu zählen, ist es zwingend notwendig, dass der Versicherte als Grundvoraussetzung mindestens innerhalb der 45 Jahre 216 Kalendermonate an Pflichtbeitragszeiten nachweisen kann. Wenn er das nicht hat, zählen diese freiwilligen Beitragszeiten, auch wenn er davon 300 zum Beispiel hätte, nicht als Wartezeit für die 45 Jahre mit dazu. Hier mal ein Beispiel, um was es geht. Der Versicherte hat insgesamt 540 Kalendermonate an Beitragszeiten als Wartezeit nachgewiesen. Davon 330 Kalendermonate freiwillige Beitragszeiten und 210 Kalendermonate Pflichtbeitragszeiten. Er beantragt seine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Im Ergebnis muss die Deutsche Rentenversicherung diesen Antrag ablehnen, weil er nur 210 Kalendermonate an Pflichtbeitragszeiten nachweisen kann. Unser Tipp, bevor Sie in Rente gehen und einen Antrag stellen und Sie sind in so einer Konstellation, wenn da noch Monate fehlen, ganz einfach versicherungspflichtigen Minijob machen oder zum Beispiel an die Pflege von nahen Angehörigen denken oder ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, damit man dann die 45 Jahre Wartezeit sicher erreichen kann. Wenn das nicht gehen sollte, dann muss er halt eben auf die Regelaltersrente warten oder eine Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen, dann natürlich mit Abschlag. Also richtig nachrechnen, das ist das Prinzip. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.